Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. In der letzten Folge haben wir mit The Lab gespielt und das haben doch und deswegen machen wir jetzt eine Challenge, und zwar haben wir die Horoskop-Challenge schon geschafft, deswegen machen wir einfach mal die zweite. Wir gehen chronologisch vor und ich habe mitbekommen, oh Gott, okay, das wird wohl nicht allzu schwer sein. Ich habe mitbekommen, dass die Challenges so rot angezeigt werden, wenn man sie schon geschafft hat. Oh, und da wir, oh Gott, okay, wir machen richtig viel Schaden. Da wir in den normalen Spielen ja schon alle Challenges geschafft haben, sind die natürlich alle rot. Weil ich mich ja irgendwie mal geärgert hatte, dass das wohl nicht richtig angezeigt wird. Aber es wird angezeigt. Also ist das alles toll. Und wir haben anscheinend einen sehr großen komischen Ball durch Ludovics Technik, der zudem Kohle hat. Und diesen Effekt, dass die Gegner und alles an ihnen dran ist. Genau, dieser schwarze Magnet. Und Polyphemus. Und dazu noch Isis Mascara und die Dead Onion, so wie das aussieht. Mit Splash Damage. Der bringt uns wahrscheinlich nichts, aber wir haben ihn. Wir haben den Splash Damage. Wofür ist der Splash Damage? Wahrscheinlich einfach nur, damit wir so große Augen haben. Weil durch Splash Damage hat man, glaube ich, diese großen Augen bekommen, oder? Möglich, damit das einfach nur, oh, hübscher aussieht. Okay, das heißt, wir müssen einfach nur unseren großen, dicken, schwarzen Kugelball nah an die Gegner ranbringen und dann bringen die sich schon selber um. Ja, oh. Die kommen wahrscheinlich nicht mal weg von dem Ball, wenn der nah genug an den dran ist. Und dieser Ball macht halt sehr, sehr viel Schaden. Ja, unser Schaden ist voll. Aber dafür ist halt auch langsam. Egal, sollte nicht allzu schwer werden, dann schaffen wir vielleicht sogar zwei Challenges heute. Das wäre ja auch ganz schön. Da bin ich aber gespannt, wie schnell der jetzt tot ist. Okay, ich bleibe hier einfach mal stehen. Wieso mache ich ihm keinen Schaden? Hä? Okay, das war komisch. Und wir werden schon wieder zum Capricorn. Yay. Capricorn, all stats up. Jetzt sind wir nicht mehr so cool, dass wir eben. Aber Sternzeichen, meins. Mein Sternzeichen, das muss ich immer mitnehmen. Immer. Gut, dann würde ich sagen, da es sowieso keine goldenen Räume so gibt, die wir irgendwie suchen müssen und wir schon stark genug sind für alles, können wir einfach zum Boss rushen. Oh Gott, ich bin schneller als meine Träne. Das ist schrecklich. Oh. Moment. Gerade noch so gesehen. Okay, was muss ich machen? Muss ich trotzdem über die Dinger rüber? Okay. Scheinbar. Okay. War ja jetzt nicht so schwer. Gut, gut, gut. Hi. Hä? Ganz alleine? Wo war dein großer Bruder? Merkwürdig, merkwürdig. Leute verschwinden in diesem Spiel. Einfach so. Kommt man da nicht irgendwie ran, ohne eine Bombe einzusetzen? Setze ich halt eine Bombe ein. Sammeln wir aber erst gleich auf, weil die Chance zu hoch ist, dass wir gleich nochmal unser Leben verlieren sollten, würden, tun. Deswegen warten wir erstmal, bis wir das aufsammeln, bis wir den Boss besiegt haben. So, der Plan und eine Kreditkarte. Okay. Kann man was mit anfangen? Wow, was mit anfangen? Ich muss aufpassen, dass ich nicht in die Gegner selber reinlaufe. Aber irgendwie machen wir auch nicht konstanten Schaden. Das finde ich gerade ein bisschen merkwürdig. Peachy, geil. Sehr geil. Kriegen wir sogar noch eine Pille, eine Lackerpille. Bevor wir da reingehen, ist das bestimmt gut. Und kriegen Polyphemus. Und mit der Kreditkarte kriegen wir es sogar umsonst. Pyromaniac. Ja, meine ich ja. Polyphemus ist ja das andere Ding. Pyromaniac, Entschuldigung. Pyromaniac. Das heißt, wir haben Explosionsbomben, die sowieso immer explodieren, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und, genau, wenn ihr uns trifft. Wenn uns eine Explosion trifft oder ein Stampfer von zum Beispiel Mutters Fuß oder sowas, dann werden wir geheilt um ein rotes Herz. Ist schon krass. Oder wenn wir uns halt selber mit unserer Bombe treffen und wir haben 5 Bomben eben bekommen dafür, dass wir es aufgesammelt haben. Von daher können wir uns jetzt jederzeit selber heilen, eigentlich. So. Ja, ja, kommt ihr mal her. Ihr sterbt ja alle viel zu schnell. Ja. Wir bringen einfach den puren Klumpen Pech mit. Das ist einfach so ein richtiger Pechklumpen. Wie hieß die Challenge nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Hab gar nicht drauf geachtet. Oh nein. Wie hieß die Challenge? Egal. Was haben wir hier? The Devil. Okay. Und ein bisschen Geld. Kann man auch immer mal mitnehmen. Oh. Mal gucken, wie schnell der... Nee, okay. Der hält ein bisschen mehr aus. Ich frage mich nur, warum die manchmal nicht so instant Leben verlieren. Also sie sind die ganze Zeit an diesem Ding drauf, aber verlieren keine Leben. Oh.
Das finde ich merkwürdig. Und wir haben neue Bomben. Wir haben Giftbomben bekommen. Können wir auch gleich mal irgendwie einsetzen. Eine Party Fly ist auch immer sehr schön. Und eigentlich möchte ich nur zum Boss. Genau, da ist er. Da ist er, der Boss. Und noch eine Party Fly. Nein, Party Fly will ich haben. Dankeschön. Und das Geld eventuell auch. Sehr cool. Denn beim Shop, beim Boss gibt es ja manchmal auch irgendwas zu kaufen. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht selber in den Gegner reinlaufe. Was ist hier los? Warum ist meine Träne? Oh, so richtig langsam. Seht ihr das? Ich mache den einfach keinen Schaden. Der wubbelt da zwar ein bisschen hin und her, aber ich mache ihm keinen Schaden. Naja, solange er mir nichts tut, ist ja alles okay. Und wahrscheinlich müssen wir wieder bis zum Teufel. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. War auf jeden Fall in der ersten Challenge so. Da mussten wir bis zum Teufel. So. Wenn das ein Würfelraum ist, dann wäre ich sofort wieder rausgegangen. Aber so ist ja okay. Denn ihr wisst ja, wenn ich eine Challenge mache, dann möchte ich mich ungern neu würfeln. Weil das dann die Challenge verunstaltet. Sage ich mal. Und das ist ja nicht der Sinn dahinter. Ich bin auch stark dafür, dass irgendwie die 1 und die 6 bei den Würfelräumen oder dass generell Würfelräume bei den Challenges eigentlich weggemacht werden. Ja. Denn die verfälschen das ja alles eigentlich nur. So, wir haben eigentlich genug Geld. Wollen wir den... Komm, wir geben den was. Wir sind mal so nett. Wenn er da schon den ganzen Tag bettelt. In unserem Keller. Und wir der einzige Typ sind, der hier irgendwie Geld hat. Dann kriegt er das auch. So, da würde ich ehrlich gesagt nicht rein. Irgendwie ein Kompass wäre schön. Dann könnte ich hier schneller durchlaufen. Okay, warte, das können wir sogar nehmen. Mit unserem Ball of Tar. Hey. Danke. Mann, Träne, aus. Das ist mein Zeug, nicht deins. Du bist nur mein Kämpfer. Vom Saki. Nee. Okay, was ist das denn für ein Raum? Hier muss doch irgendwo... Ja, da ist ein blauer Stein. Hätte mich auch gewundert, wenn hier kein blauer Stein wäre, um ehrlich zu sein. Einfach ein Pilz. Herzlichen Glückwunsch, Isaac. Oh, ich hätte auch so gerne Pillen mal gefunden. Da ist noch ein blauer Stein. Meiner. Komischerweise... Oh, wir werden noch ein bisschen stärker. Komischerweise werden unsere Bomben nicht angezogen. Also unsere eigen platzierten. So. Ach, warte, wir haben die Kohle gar nicht, oder? Ne, wir haben nicht mal eine Kohle. Warum ist denn unser Ding so schwarz? Ach, wegen Ys Mascara. Ja, klar, okay. Okay, okay. Das ergibt natürlich Sinn und das hätte ich tatsächlich gerne. Haben wir schon ein Gabi-Item? Ich glaube nicht. Dann will ich das ehrlich gesagt auch gar nicht mitnehmen. Brauche ich auch nicht. Und wir haben schon drei Sachen um uns rum. Das fällt mir jetzt erst auf. Das ist ja auch schön. Und wir kriegen jetzt auf jeden Fall noch ein paar Devil- oder Angel-Räume. Da wir den Goathead gefunden haben, was war das? Oh nein, wir haben jetzt ab und zu vielleicht einen riesigen Zahn oder was? Das sah ja richtig bescheuert aus. Oh, das will ich nochmal haben. Gib mir diesen riesigen Zahn. Go, go. Nee, du bist kein Zahn. Oh, das sah voll cool aus. Zwar merkwürdig, aber irgendwie auch cool. Wir sind so verdammt langsam. Los, gib mir den Zahn. Ich hatte schon einmal Luck ab. Weil Luck macht ja, dass öfters der Zahn kommt. So. Durchgesprengt. Aua. Da habe ich sie beschleunigt, dass sie mich treffen konnten. Yay. Oh, schade. Das lol. Aber wie groß dann unsere Träne einfach ist. Das ist ja richtig nice.
Oh, ich will so eine große Träne haben. Okay, wir brauchen. Was brauchen wir? Wir brauchen. Na, wie heißt das? Proptose. Proptosis brauchen wir. Ich glaube, dann ist unsere Träne richtig, richtig riesig. Oder? Ja, was macht denn noch die Träne so richtig groß? Polyphemus haben wir schon. Ja, oder halt mehr Lack, dass die Träne immer so groß ist. Das wäre auch cool. Alter. Komm schon. Oh, schade. Ich dachte, wir kriegen eine riesige Träne. Wäre viel witziger. Wubbel, 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 bub, bub, bub. Wubbel, wubbel, wubbel. Nee. Bleib du mal bei unserer Träne. Hä? Wird er gar nicht angezogen? Doch so ein bisschen. Scheint aber ziemlich schnell zu sein. Na gut. Egal. Chemical Peel. Nochmal ein bisschen mehr Damage. So, du bleibst da. Und ich mache währenddessen die andere Truhe auf. Okay. Sind wir hier auch durch? Hä? Jetzt hat er uns gar nichts gegeben? Weder Kohle noch sein Kopf? Okay. Ja, warum nicht? Kann man machen, wenn man so ein Arschloch ist. So ein Blödmann. Gibt er uns nicht mal seine Kohle, die er dabei hat? Ich weiß, dass er Kohle dabei hatte. Er sagt zwar immer, er hat keine Kohle dabei, aber in Wirklichkeit hat er die immer dabei. So. Du. Ich hätte vielleicht diese Fool-Karte mitnehmen sollen. Vorhin hatten wir ja eine, dann hätten wir. Nee, ist irgendwie auch egal. Bla bla bla. Weil im Bossrush kann man ja auch so schon runtergehen. Wie komisch das aussieht. Oh Mann. Im Bossrush kann man ja auch so runter, aber ich mir. Oh yeah. Mir wurde gesagt, dass ich mehrere Items im Bossrush bekommen kann. Nicht nur zwei, also am Ende und am Anfang. Sondern auch zwischendurch, dass die Bosse ab und zu mal so Items droppen. Das könnte man vielleicht mal ausprobieren. Allerdings möchte ich dafür eigentlich OPer sein als diese komischen Tränen hier. Weil das könnte doch ein bisschen dauern. Auch wenn wir natürlich sehr viel Schaden machen. Okay, wir sind schon bei Mutti. Bleibt die jetzt eigentlich unten? Nee, schade. Können wir sie denn aus ihren Dings hier rausholen? Aus ihrer Tür? Ach, wir kriegen ja gar keinen Schaden dadurch. Fällt mir gerade auf. Sie heilt uns ja eher noch. Okay. Da kann uns ja gar nichts passieren, wenn wir uns in die Mitte stellen. Soll sie ruhig mal treten. Ja, los. Tritt. Mutti, du musst treten. Ja, sehr gut. Können wir nicht viel mehr Schaden machen. Dann machen wir nämlich auch Schaden mit unseren Cube of Bandages Ball Ding. So, wir haben das. Hier ist allerdings nichts. Und wir können locker in den Bossrush. Mit irgendwas Gutem? Nee, ist beides schlecht. Aber da sowieso umsonst ist, nehmen wir das einfach mal mit und haut hier ab. Tja, sind wir nämlich schon in The Womp. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, nein, Träne! Sei nicht so langsam! Oh. Ich denke mal, die Träne ist ein bisschen schneller zumindest, aber nö. Die ist einfach in Zeitlupe unterwegs. Oh nein. Okay, darauf habe ich keine Lust. Da, ich gehe dann mal. Bye, bye. Bye, bye, Mr. American Pie. Oh, Maudado! Okay, habe ich nicht gesagt. Nein, ich werd hier sterben. Wieso bin ich nicht einfach unten durchgegangen? Egal, wir haben Maudado. Und Maudado tötet Gegner. Und wenn Maudado Gegner tötet, dann kriegen wir wieder Leben dazu. Von daher. Ja, nein, Maudado, du musst sie töten. Nicht der Geist. Meh. Meh, meh. Warte, können wir die Truhe darüber holen? Nee. Aha. Und wir haben kein Space-Item gefunden. Das ist auch selten. Dass man so gar keins findet, ist selten. Naja, vielleicht finden wir ja noch eins irgendwo. Alleingelassen und möchte mitgenommen werden. Und dann sind wir da. Dann sind wir da.
wenn Items allein zurückgelassen werden und mitgenommen werden wollen. Dann helfen wir. So, blauer Stein mit hoffentlich einem blauen Herzen drin. Sehr schön. Ja, was ansonsten? Heute Mittag kam noch ein FAQ. Ein FAQ, wo ihr mir Fragen gestellt habt und ich dann die beantwortet habe. Falls euch interessiert, habe ich irgendwie über meine Konsolen gesprochen und wie ich zu meinem Namen Sidious gekommen bin. Und was ich gerade für eine Ausbildung habe. Also wenn euch das irgendwie interessiert, dann könnt ihr da ja auch mal reingucken. War Hide and Seek Minecraft Fragen, FAQ beantworten. Und wenn ihr auch Fragen habt, die ihr irgendwie beantwortet haben wollt, dann könnt ihr einfach mal auf Twitter mit dem Hashtag, also dieser Raute, mit dem Hashtag fragte sie, Fragen stellen. Und dann gucke ich da rein und kann dann von da aus Fragen beantworten. Das wäre ganz cool. Also wenn ihr Fragen habt, dann einfach mal auf Twitter gehen und unter dem Hashtag fragte sie irgendeine Frage stellen. Toll, oder? Finde ich auch. So. Genau. Wo ist der hier unten mit? Oha. Das Gabi-Item. Nehmen wir erstmal das mit. Das gibt uns nämlich auf jeden Fall noch schwarze Herzen. Und ich glaube, den Gabi-Kopf nehme ich sogar mit. Ja. Weil das einfach ein bisschen mehr Schaden ist. Und ein bisschen mehr Schaden ist immer gut. So, eventuell ist das jetzt schon die letzte Ebene. Kann aber auch sein, dass wir danach noch ein bisschen weitergehen müssen. Das sehen wir dann gleich. Ich denke einfach mal, wir müssen trotzdem zum Satan. Einfach weil wir in der ersten Ebene auch dahin mussten. In der ersten Ebene mussten wir da auch schon hin. Ergibt gar keinen Sinn. Oh, ich wäre gerne ein bisschen schneller. Und trotzdem sind wir viel, viel schneller als unsere Träne. Was ist das denn für ein Raum? Das sieht ja auch interessant aus. Zeitlupe. In Zeitlupe alles töten. Nice. Yay, eine super Treubombe. Achso, die kann mir gar nichts anhaben. Stimmt, ganz vergessen. Lel. Da wollte ich meine Bombe ausweichen, obwohl ich es gar nicht machen musste. Oh, The World können wir natürlich einsetzen. Wo haben wir denn den Boss? Da ganz hinten links. Okay, ich wäre auf jeden Fall den falschen Weg gelaufen. Dann gehen wir doch mal den richtigen Weg. Einfach hier links. Okay. Und dann immer den Weg folgen. Na? So. Genau, gestern war ja Ostersonntag. Und ihr könnt mir ja schreiben. Guck mal, die ganzen Osterfragen hier kommen jetzt raus. Was ihr so bekommen habt. Nur Süßigkeiten? Oder was heißt hier nur Süßigkeiten? Ist auch schon voll cool. Ich habe zum Beispiel nur Süßigkeiten bekommen. Aber. Und eine Karte, eine nette Karte. Aber früher war das bei mir auch anders. Habe ich zum Beispiel so einen riesigen Plüsch-Pikachu bekommen. Das war richtig cool. Lol. Oh nein, ich hätte das eine Ding mitnehmen sollen. Verdammt. Ich hätte diesen Haarballen mitnehmen sollen, dann wäre ich jetzt Gabi. Genau, als ich irgendwie 8 war oder so. Nee. 8? Ist das zu spät? Im Kindergarten. Warte, da war ich 5 oder 6, gell? Da habe ich einen riesigen Plüsch-Pikachu bekommen. Zu Ostern. Ja, das war toll. Das war eines der besten Ostern, die ich jemals hatte. Das ist richtig cool. Den habe ich sogar immer noch. Ach ja. Und ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr dann so gestern bekommen habt. Wenn ihr überhaupt was bekommen habt. Kann ja auch sein, dass ihr gar nichts bekommt, sondern nur Ostereier bemalt oder sowas. Oder nett essen geht. Oder ihr gar kein Ostern feiert. Also, dass ihr irgendwie eine andere Religion habt oder sowas. Kann ja auch sein. Aber wenn ihr was bekommen habt, dann könnt ihr das mal schreiben. Ich habe bekommen Schokolade. Ganz normal. Oh Gott, diese riesige Träne. Wow. Schokolade, was habe ich noch bekommen? Solche komischen, sauren Nudeln. Also, ne, von Haribo halt. Die habe ich noch bekommen.
Ja, sonst halt ein bisschen Schokolade. Ja, mehr war das gar nicht. Und heute kriege ich wohl auch noch irgendwas von meiner Mutter, die ja gerade nicht da ist, aber die hat wohl auch irgendwas für mich gehabt. Gut, ja, mal gucken. So. Plup, plup, plup. Ah, nein! Ihr wisst, Dinger! Uff. Ich habe nur noch 4 Leben? Was? Wo sind meine ganzen Leben hin? Oh Gott. So, Hermit. Ah, nee, wollte ich gar nicht. Ich dachte, das macht so ein Bettler, aber die Bettlerkarte heißt ja. Wie heißt denn die Bettlerkarte? The Hermit. Ja, auf jeden Fall die Bettlerkarte. Die heißt ja anders. Ich hab keine Ahnung. Und dafür, dass wir so eine riesige Träne haben, macht die ganz schön wenig Schaden. Das ist grad. Okay. Ich nehm's zurück. Ja, ich nehm's auf jeden Fall zurück. Zu Bossen macht es allerdings nicht so viel Schaden. So, vorhin backt das wohl irgendwie auch so ein bisschen rum. Naja. Dann denke ich, das ist der letzte Boss schon. Der gute Isaac. So, hier, Eifernpilz. Yes. Setzen wir The Devil ein. Damit wir stärker werden. Wieso wird unsere Träne nicht größer? Das finde ich gerade ein bisschen traurig. Oh wow. Ich sterbe einfach noch. Ja. Vielleicht bin ich jetzt tot. Dann jetzt. Wow. Aber gerade so. Also einen Treffer noch und wir wären tot gewesen. Okay. So, 22 Minuten. Ich glaube, wir können noch eine machen. Eine, die irgendwie einfach geht. Ich weiß allerdings nicht, welche einfach... Magical Girl? Welche einfach geht? Dr. Fetus Revenge. Go Ninja. Bummit, Glitch, Flampe. Nee. Das war's für die Folge. Weil... Vielleicht haue ich dann heute 2 Folgen raus. Ich weiß es allerdings nicht. Die Folge ist jetzt natürlich mega kurz. 20 Minuten für eine Isaac-Folge. Aber ich würde gern, nicht so wie bei der Epic Battle Fantasy Mod, da habe ich ja auch mehrere Challenges in eine Folge gepackt, pipapo. Aber ich würde gerne, weil ich auch eine eigene Playlist anlege für diese Mod halt, mit den ganzen Challenges, die Challenges pro Folge eine Challenge haben. Ja, ist jetzt vielleicht eine blöde Erklärung, aber ich will das so und deswegen ist das so. Vielleicht bringe ich dann noch eine Folge raus, weiß ich aber auch noch nicht. Aber für diese Folge ist es dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.